Willkommen zum nächsten Türchen. Octave, je nachdem, das ist das nächste Spiel, das wir uns angucken werden. Das kostet jetzt gerade mal im Sale für 3,60 € oder so. Normalerweise kostet es 4,90 € auf Steam. Habe ich mir frisch gezogen, sah eigentlich von den Bildern her ganz schick aus. Demnach habe ich wie immer keine Ahnung, was uns hier erwartet. Gucken wir einfach mal. Oh, shit, ich hätte es auf Deutsch halten können, glaube ich. Geht ja gut los. Ja, erinnert so ein bisschen an The Cat Lady, also zumindest vom Stil her. 2D-Stil. Und ich bin gespannt, ob es eine gewisse Atmo mit sich führen wird. Ich könnte jetzt ja nochmal die Option betreten und die Sprache schnell auf Deutsch umstellen. Sehr gut. So, okay, fortsetzen. Wir haben ja eh noch nichts verpasst hier. Das sind also wir. Und mit der Maus können wir ihm sagen, geh dahin, geh hierhin, geh nirgends hin, geh auf den Baum. Nein. Lassen wir ihn mal einfach laufen. Auf Rechtsklick passiert nichts. Ich mag solche 2D gruselig angehauchten Spielchen. Was ist das hier? Was ist denn das? Menü? Inventar? Nichts? Okay, keine Ahnung. Dann mal weiter. Ja, was ist da gerade passiert? Abwarten. Wenn ich schnell drücke, rennt er. Ist klar. Ich bin schneller wie die Beschreibung. Halt, vielleicht ist da was versteckt. Na, wahrscheinlich nicht. Da ist was. Ein Nagel oder ein Pflock? Ach nee, eine Kerze. Was hat das zu bedeuten? Verstehe ich gar nicht so. Okay, machen wir mal weiter. Jetzt leuchtet das die ganze Zeit. Hier sind ein paar alte Ölfässer. Aber mit denen kann ich nichts machen. Rechtsklick. Auch nichts. Okay. Da ist wieder eine Kerze. Wahrscheinlich muss ich so viele Kerzen anmachen, bis dieses Pentagramm oder was das ist, leuchtet. Also vollkommen leuchtet. Das heißt, ich muss noch 3 dieser Kerzen anzünden. Das ist jetzt natürlich nicht so spannend und man versteht den Sinn dahinter noch nicht so ganz. Aber vielleicht ist das noch alles im Rahmen eines Tutorials oder so. Wer weiß. Oh. Okay. Ach, das heißt so gut wie, du hast hier was übersehen, kann das sein? Gab es hier noch eine Kerze? Ich bin zu eifrig weggerannt. Dann gehen wir doch nochmal zurück. Vielleicht nochmal bei diesen anderen Öldingern. Ja, tatsächlich. Hups. Ach, wegen dem Busch, der davor war. Den hatte ich nicht gesehen. So. Ist aber nett, dass das Spiel uns daran hindert, dann weiterzugehen. Wenn wir schusslich sind. Ja, du hast es geschafft. Auf zur nächsten Kerze. Jetzt versuche ich darauf zu achten, dass letztendlich vielleicht nicht doch noch eine erscheint. Ja, schön atmoreich gemacht. Hier habe ich jetzt gar keine gesehen. Kann das sein? Ja, war wirklich so. Oh, die Musik hört auf. Ich glaube, da war eine Kerze. Ja, da ist eine Kerze. Was war das denn? Egal, ich mache erstmal die Kerze an. Eine noch. Nee, das ist mehr wie ein. Das ist kein Pentagramm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich tippe auf 8. Vielleicht sogar 9. Ein Oktogramm?
Ich weiß es noch nicht. Ich höre noch weitere Schritte. Oder? Nee, das war... Lief ja jetzt was von mir weg, oder? Anscheinend. Okay. Aber es ist von der Location her, man läuft immer einmal von links nach rechts. Und, naja, gut, aber denk dran, ne? Scheiße, da ist jemand. Oh Gott, mein Mauszeiger, wie er zittert, wenn ich da drüber gehe. Das ist ja cool. Ja, super, die geht aber nicht weg, die Olle. Hallo? Das ist, ich finde das cool mit dem Mauszeiger, aber... ich muss ja hin. Sonst passiert ja nichts. Boah! Fuck, ey. Vielleicht habe ich ja doch Kerzen übersehen. Das Spiel hat mich vielleicht nicht mehr aufgehalten. Und ich komme nur dem Vieh vorbei, wenn, wenn das Ding voll ist. Vielleicht. Weiß es nicht. Warte mal, ist das jetzt der... Ist das jetzt der Screen, wo die Olle wieder kommt? Ich hätte zurückgehen sollen, Mensch. Warte mal, warte mal. Sind hier Kerzen? Nee, diesmal... nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ist das... Das ist doch nicht das, wo ich eben noch war, oder doch? Eine Kerze finde ich hier nicht. Hm. Ist hier eine Kerze? Da. Man kann ja schummeln, einfach so mit der Maus überall drüber gehen, dann kriegt man das schon mit, ne? Hier. Jetzt hört die Musik wieder auf. Ich mach das jetzt immer so. Das Spiel sich austricksen lässt, ist das noch nicht meine Schuld. Da kommt noch einer. Und dann bin ich so weit wie zuvor auch. Muss noch ein paar finden. Ich glaube noch zwei Stück. Halt, war da gerade noch was? Nee. Zwei Kerzen muss ich noch finden. Ah, jetzt kommt die Olle, oder? Ich weiß es nicht. Erstmal mein Test. Nee, nichts zu sehen. Nee, ich war doch noch nicht auf einem Friedhof. Ich bin jetzt anscheinend doch weitergekommen. Hm. Cool. Ist auch eine andere Musik. Ah, da steht jemand. Die sieht nicht böse aus. Okay, mit der können wir interagieren. Da kommt doch kein großes Zittern. Sieht ein bisschen geisterhaft aus, oder? Ein bisschen verschwommen. Ach, sie hat noch eine Kerze. Oh. Oh Gott, weg hier! Ah, renn doch! Nein! Was denn? Wo soll ich denn hin? Da! Ah! Ey! Ich dachte, du bist nett! Oh, ich weiß nicht. Ja, da, lauf, 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 lauf! Okay, das ist geil. Das Spiel gefällt mir. Wenn das noch weiterhin so coole Ideen hat, dann bin ich da voll dabei. Cool. Ich dachte, mit der könnte man vielleicht reden oder so, aber nö. Okay, cool bleiben. Ich brauche nur noch eine Kerze. Vielleicht passiert dann was ganz Tolles hier. Aber es kommt keiner. Oh je, es sieht aus wie ein Sumpf. Das ist ein Sumpf. Ah, wie einladend. Ist ja doch ganz schön abwechslungsreich gehalten, das Ganze. Auch wenn man nur von links nach rechts rennt. Aber es hat was. Ich mag die Atmo des Spiels. Da ist meine letzte Kerze, Leute. Oh,
Ist doch gut, so da endet nämlich mein Weg. Vielleicht kriege ich als Dankeschön. Oh nein. Ich brauche noch eine. Shit. Ich brauche noch eine. Ja toll, jetzt muss ich in den Sumpf da rein oder was? Da könnte ja sonst was rausspringen gleich. Oh oh, da! Hey, ich will nicht. Jetzt ist es. Oh nee, da ist was. Ey, das. Muss ich da jetzt wieder mich töten lassen oder kann ich da irgendwas dagegen machen? Ich darf ja gar nicht zurück. Ich kann das doch nicht aufhalten. Wie soll ich denn das aufhalten? Moment mal. Kann ich noch irgendwas anderes? Nochmal gucken. Oh ne, kann ich gar nicht gucken. Toll. Bisschen Tasten drücken. Sieht hier nichts, ne? Nee, es wäre mir auch bestimmt erklärt worden, wenn ich noch irgendwas anderes könnte. Das finde ich ein bisschen fies, dass ich jetzt der Sache nicht. Oder ist es jetzt weg? Ne, da hinten ist es. Hey, das ist schon gemein. Ja, was soll ich anderes machen, außer jetzt rein? Wo ist es jetzt? Da. Ah, es ist aber man. Ne, es taucht manchmal unter, glaube ich. Es taucht manchmal unter und dann kann ich vielleicht durchrennen. Ganz nah hin und dann durchrennen, wenn es jetzt nochmal kommt. Oh, durch. Na toll. Das hat ja gut geklappt. Interessant. Mal gucken, ob es jetzt wieder weg ist. Jetzt wird mir wieder eine Kerze abgenommen. Deswegen. Was sind das meine Leben oder was? Ach nee, Quatsch, ich rede Bullshit. Da ist ja die Kerze noch, die ich mir nochmal anzünden muss. So, aber das Ding ist jetzt weg, ja? Hä? War das Timing so schlecht? Stopp! Jetzt mach mal halt lang. Wo sind die jetzt? Wo ist denn das Ding? Da, okay. Geht's ganz nah ran. Stopp! Das muss doch gehen. Ja, es ging. Okay. Dann ist ja alles gut. Das ist wirklich nur ein ganz kurzer Moment, wo man. Ah, das ist wieder so ein Teil. Okay, ganz nah ran. Stopp. Hey, komm schon! Also, das ist ein bisschen pingelig. Die waren doch unten, die Dinger! Oh, das ist. Nicht so einfach, leider. Beim ersten Mal hat es doch jetzt auch geklappt. Ich bin noch näher ran. Ein bisschen länger warten. Okay. Ich kann nicht so aufs Zittern achten, sondern. Hä? Shit! Shit! Oh Mann! Das sind ja noch mehr, als ich dachte. Oh yeah. Vorsicht. Was ist hier? Wollen wir gleich nach dem zweiten noch gucken. Das muss ja auch irgendwo hier sein. Oder nicht? Zweites sehe ich nicht. Ach, keine Ahnung. Stopp. Genau gucken. Da. Okay, schön davor gehen. Und. Stopp. Da ist das dritte. Noch ein bisschen näher. Ich glaube, das ist jetzt auch das letzte, was wir schaffen müssen.
Pass lieber nochmal auf. Ja, sieht gut aus. Nein! Ach, Mann! Sind vier. Ah. Ich hab's nicht gesehen. Oh, wir hätten es fast geschafft, verdammt. Naja, wenigstens haben wir das Timing draußen. Ich muss sie nur noch sehen. So, die zweiten hier. Die dritten hier. Da warte ich jetzt natürlich. Stopp, wo sind die vierten? Wo sind die? Hä? Oder waren das jetzt die vierten? Habe ich die dritten irgendwie... Hier ist keins. Ich renne jetzt durch. Oh. Okay. Vielleicht sind es auch immer unterschiedlich viele. Oh, was ist das? Eine Brücke? Ich hoffe, da kommt jetzt nicht gleich wieder was, was mich tötet. Okay, dann mal los. Oh, guck mal. Ist das dein... Also das Spiel steht drauf, ein bisschen zu trollen, oder? Ich wollte nur die Kerze anmachen. So ein Motto, nein, du kriegst dein, so und so Gramm nicht voll. Also nicht stehen bleiben, okay. Ignorieren wir halt die Kerze. Ach, jetzt bin ich schon wieder durch, oder was? Okay. Jetzt deswegen woanders? Weil ich quasi von der Brücke runtergefallen bin? Hm. Weiß ich nicht. Egal. Gucken, was jetzt passiert. Da gibt es nur ein paar Bretter. So, was erwartet uns hier? Ganz schön duster. Kann eigentlich erst was sehen, wenn es zu spät ist. Musik ist auch ganz gut, finde ich. Oh. Wo sind wir denn nun gelandet? Oh, das ist ja interessant. Wo kommen wir denn jetzt bitte schön hin? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ach, weil das Tor zu ist, ja, macht Sinn. Könnte man mir bitte aufmachen? Sagt mir nicht, ich brauche hier meine vollen Kerzen, damit das Tor aufgeht. Warte mal, das hier ist ein Geheimschalter. Aha. Kleine Rätsel gibt's also auch. Hey, da ist das Neues hinzugekommen. Was? Ich verstehe euch nicht. Warte mal, ich muss nur lauter machen. Ich verstehe kein Wort. Egal, wir werden uns das einfach angucken. Ach ja, das sind solche Symbole. Und ich habe hier... Hm, weiß nicht. Wir gucken uns das einfach mal an. Was ist passiert? Okay, es scheint verschlossen zu sein. Vielleicht brauche ich ja wirklich hier meinen Teil voll. Ich weiß es nicht. Mal weiter. Oh, da ist jemand. Ach ja, der Angeschossene. Oh nein.
Hey, ich will hier weg. Ich will weg. Ich wollte doch nur mal gucken. So schnell hin. Das war richtig. Vielleicht hätte ich die Tür benutzen sollen. Scheibenmist. Ich hätte die Tür benutzen sollen. Ich mache aber auch alles falsch. Toll. Oh Mann. Okay. Nee, Quatsch. Ich hätte das hier nochmal benutzen können wahrscheinlich. Ach, ihr wisst, wie das ist mit der Panik und so. Dann kommt man auf die logischsten Dinge nicht. Ich versuche beides jetzt einfach. Weil was wird's mir bringen, die Tür zu benutzen? Das macht ja keinen Sinn eigentlich. Die bleibt ja dann so oder so verschlossen. Ja, das wird keinen Sinn machen. Nö, dann mache ich jetzt gleich das, was ich machen soll wahrscheinlich. Warte mal, wenn ich ihn nicht anschaue, dann kommt das Monster nicht. Ja. Dann kommt das Monster nicht. Oh, da hinten ist es. Da steht's. Nein, meine Maus zittert. Da muss ich ihn anschauen. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja gut. Lauf um dein Leben. Da probier's halt mal. Ganz cool. Wir sind so cool. So, stopp. Das Ding. Schnell! Oh, war das knapp. War das knapp. Wow. Ja, und jetzt? Sie bleibt, das Vieh ist da scheint immer noch drin, oder was? Oder nicht? Was mache ich jetzt? Soll ich wieder aufmachen? Gucken. Soll ich gehen? Kann ich jetzt gehen? Ich kann nicht gehen. Dann machen wir jetzt nochmal auf. Was ist das für ein Geräusch? Ah, da ist es! Ja, toll. Du? Nein! Boah, cool! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das geht. Ich habe das Vieh besiegt, aber das voll aus Zufall gerade, Leute. Ich habe das nicht gedacht, dass das geht, das Vieh aufzuspießen. Ich bin voll der Monsterkiller hier. Keine Chance. Nein! Was war das jetzt für eins? Ah, oh, der Typ ist nur so ein Vieh geworden, oder was? Wie krass. Muss ja auch so eine Art Hölle sein, in die ich jetzt gekommen bin. Ah, Mensch, das ist ganz cool, das Spiel. Oh yeah. Kommt Stimmung auf. Vielleicht darf ich jetzt hier weiter. Oh nein, da zittert's schon wieder. Wieso denn? Da hinten zittert's wieder wie Olle. Muss was Großes sein, aber... Kann's nicht sehen. Ich hab Angst. Kann ich was anderes machen? Hey, das sind diese Runen. Da ist dieses Symbol. Ja, das alles bringt mir ja nichts. Halt hier. Die Kerzen, mit denen kann ich was machen. Aha. Kann ich auch wieder anmachen? Ja. Okay, aber ich brauche einen Hinweis. Die Symbole. Moment mal. Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Wie viele? 3, 5, 8. 4, 8 Kerzen. Okay, alles klar. Das passt schon mal. 8 Symbole. Mist, jetzt ist mein Handy ausgegangen. Ich habe es doch vorhin aufgeladen gehabt. So, jetzt geht's doch. Sind das alles die Symbole, die es auch wirklich da gibt? Offenbar, weil das Symbol... Ich mach mal jetzt nur eine Reihe an. Soll heißen, die Gabel, die nach unten guckt,
Der Pfeil nach oben, die blinkende Kiste. Ich weiß, ich habe komische Eselsbrücken. Und das komische etwas. Da fällt mir nicht mal eine Eselsbrücke ein. Okay, die 4 mache ich jetzt an. Shit, die gibt's gar nicht. Hat's jetzt schon erübrigt. Ne, es sind doch andere Zeichen. Na, die blinkende Kiste gibt's. Die gibt's. Die blinkende Kiste. Aber den Rest gibt's irgendwie nicht. Dann haben wir auf der Seite ein A. Zwei Striche mit Punkt. Noch so ein A und eine Kochmütze. So, was es nicht gibt, ist auf jeden Fall das. Und das. Und das. Hier gibt es ja fast alles nix. Moment, dieses Zeichen nochmal nachprüfen. Warum gibt es... Da, das eine Zeichen gibt es auch, dieses zweitletzte. So. Und die Kochmütze, das ist die Nummer 4. 2, 4. Nein. Das klang gut. Ich glaube, die Tür ist offen. Haben wir gut gemacht. Wir sind wieder draußen. Yay. Vielleicht darf ich ja jetzt mal meinen Kreis voll machen. Zum ersten Mal. Oder ich werde wieder getrollt. Ein Auto. Ich kann das benutzen. Aber ich komme nicht rein. Vielleicht muss ich Schlüssel finden. Das ein E. Hier haben wir was denn? Okay, so eine Art Hotspot-Hilfe, ich verstehe. Komme ich da überhaupt hoch? Nee, komme ich nicht. Muss ich jetzt irgendwie hochklettern oder etwas draufschmeißen, damit es runterfällt? Oh, hier. So, also irgendwie muss man doch das, was man findet, auch benutzen können. Zum Beispiel hier eine Scheibe einschlagen. Macht er aber nicht, er ist viel zu nett. Naja, ich kann ja da unten nichts klicken. Und komm. Ah, hier! Okay, warte. Gehen wir es mal. Macht er nicht. Scheint sich auch immer was aufzuschreiben, aber. Fortsetzen. Es klingt immer so, als würde er sich Notizen machen, aber er macht das gar nicht. Er lügt mich an. Na gut. Oh, jetzt habe ich mich aus dem Spiel geklickt und ich habe alles kaputt gemacht. Nein! Na gut, so schlimm ist das nicht. Wartet, wartet. Krieg mal alles nochmal hin, krieg mal alles hin. Moment. Ja, Leute, sorry. Ich habe zwar wieder aufnehmen wollen, aber es hat nicht geklappt. Jetzt geht's wieder. Aber jetzt habt ihr ein kleines Stück verpasst. Ich habe nämlich hier so ein Brett gefunden und einen Hammer gefunden und bin hier reingegangen, habe an den Rädchen gedreht. Auf einmal ging die Tür auf. Jetzt traue ich mich da nicht mehr raus, aber ich mache es halt trotzdem. Ja, sorry für den kleinen Cut, für den Fehler. Geh weg! Ah, shit! Ich will hier raus. Warte mal, ich will nochmal rein. Handabdruck. War der vorhin schon da? Scheint keine Rolle zu spielen. Hier drin spukt es. Ja, sorry, ihr habt jetzt kurz was verpasst, aber sollte jetzt wieder gehen. Ich wollte jetzt eh nicht mehr so lange machen. Denn ich finde, mein erster Eindruck von dem Spiel ist gut. Wenn die Rätsel jetzt immer noch ein bisschen knackiger werden, wenn der Grusel weiterhin so schön atmosphärisch dabei ist, dann ist das eigentlich ein wunderschönes Spiel für zwischendurch. Und das für 3,60 € momentan oder 4,99 €. Hat auf jeden Fall was. Ich sehe hier eine Kombination. Unten, oben, oben, unten, unten. Werde ich bestimmt irgendwo verwenden müssen.
oben, oben, unten, unten. Noch mehr Bretter. Okay. Hey, eine Katze. Cool. Ich habe leider nichts für dich. Kann ja mal gucken, ob es irgendwas zu essen gibt. Ich fühle mich echt wie ein Cat Lady gerade. Whiskas. Da steht sogar. Das ist sogar fast das. Sie hat echt ein bisschen was von Whiskas. Guck mal. Ach, hast du einen Napf? Ja, du hast einen Napf. Da. Dann werden wir schnell Freunde wetten. Ja, komm. Miets. Kein Hunger? Traut sich wahrscheinlich nicht. Gut, dann lass es halt. Tja, warum wird der Kühlschrank immer so extrem abgesichert? Das passiert in Spielen ständig, kommt mir so vor. Ja, gut. Der Miets ist erstmal nichts anzufangen. Ich fühle mich jetzt echt wie ein Cat Lady. Hat auch so von der Farbgebung so einen ähnlichen Stil, finde ich. Okay, es ist halt trotzdem anders, ne? Also man spricht hier anscheinend kein Wort. Man unterhält sich auch mit niemandem. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und Cat Lady ist natürlich um Welten besser. Also falls ihr das Spiel nicht kennt, ihr müsst euch das unbedingt reinziehen. Ich habe es ja Let's Play, das ist so gut. Es erzählt so eine krasse Geschichte, ihr müsst das euch geben. Und da schaltet sich mein Handy aus. Juhu. Was haben wir denn für ein Datum? Wen interessiert das Datum? Ich sammle hier ein S. Hätte ich wahrscheinlich irgendein Wort zusammen basteln müssen. Früher oder später. Na gut. Was ist das denn? Was sind das denn jetzt für Geräusche? Ach, die Katze frisst. Was habe ich da jetzt gemacht? Was habe ich da jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, was die Katze veranstaltet hat. Ah, kaum bin ich weg, ne? Du hast da was umgeschmissen. Das will ich haben. Ein Schlüsselchen. Für das Auto vielleicht. Das wäre gut. Können wir mal probieren, ob wir eine Chance. Das war so klar. Habe ich es nicht gesagt? Es war so. Hey, wartet mal. Haben wir uns den Stromkasten auch schon angeguckt? Nope, nope. Besser nicht, ja. Nee, dann gehen wir doch mal zum Auto. Sah nämlich wie ein Autoschlüssel aus. Sind wir schon ganz schön. Oh, ich habe hier zwei Schlüssel, sehe ich gerade. 2, 3, 5 steht da, glaube ich, drauf. Aha. Geht nicht? Na, der geht auch nicht. Was? Der auch? Ach, wahrscheinlich habe ich mich nur verdrückt. Er macht es nicht auf. Ich probiere es nochmal. Ich dachte, dass der jetzt. Ja, wenn die. Wenn es farblich so anders aussieht, dann. Ne, geht nicht. Okay. Hier. Ne, das wollte er eh nie aufmachen. Das Ding da. Geht, passt da ein kleiner Schlüssel rein vielleicht? Auch nicht. Das Kreuz komme ich immer noch nicht, ne? Okay. Ja, es könnte auch sein, dass ich hier die Rädchen richtig drehen muss. Nicht einfach, ich habe halt jedes einmal gedreht. Halt, halt, ich weiß es halt. Moment, die Kombination noch mal kurz angucken. Unten, oben, oben, unten, unten. Was ist da unten? Was ist da oben? Das ist oben. Okay. Unten. Oben. Oben, unten, unten. Dann haben wir es schon. Sind wir heute meisterlich drauf hier. Und jetzt? Jetzt können wir planschen oder was? Vielleicht können wir jetzt hier die Tür durch. Die ging nämlich nicht auf. Jetzt geht's auf. Oh nein!
Ist das der Dank? Nicht. Moment, kann ich es nochmal ausmachen? Schade. So wie, hätten wir jetzt so schön Lights Out nachspielen können. Oh nein, da könnte ich es wieder ausmachen. Moment. Ach, Gott sei Dank, ich mach's nicht aus damit. Was auch immer ich tue, ich weiß es nicht. Sie könnte immer noch hier stehen, ne? Ich sehe sie vielleicht nur nicht mehr. Aber meine Maus zittert nicht. Das ist ja schon mal beruhigend. Oh, da brauche ich einen Code. Habe ich irgendwo einen Code gesehen? Mir fällt gerade nichts ein. Was war denn das eben? Ja, okay. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Nee, an dem Ding kann ich ja nichts machen, ne? Ich habe zwar einen kleinen Minicode da, aber das ist... Nee, das kann doch nicht sein. Da sind auch keine Zahlen drauf. Aber vielleicht habe ich es auch, darf ich mich raus, doch. Wo könnten hier noch Zahlen sein? Gesehen habe. Ich habe hier immer noch diesen Schlüssel. Nee. Gibt es hier noch irgendwas Verschlossenes? Den Fernseher darf ich auch nicht mehr anstecken. Da geht auch nichts mehr. Da ist nichts drin. Was ist denn hier? Ein Buch? Was ist das für ein Buch? Ich kann mir das ja nicht angucken, ne? Will jemand ein Buch haben? Katze? Hey, die Katze ist weg. Ach sowas. Ah, zwei Schlösser. Aber höchstens ein Schlüssel. Das ging sogar. Ach Quatsch. Nein, das passt natürlich nicht. Wäre zu einfach gewesen. Oh, ich habe noch ein N gefunden. Was könnte das werden? Ich weiß ja nicht mal, ob es ein deutsches Wort sein wird. Ob sie das auch eingedeutscht haben. Bisher war, ist die Eindeutschung auch so notwendig gewesen, ne? Also, nee, aber hier ist nichts mehr. Ja, dann weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Tasche, Sessel. Gut, ich würde sagen, belassen wir das Rätsel dabei. Wenn ich jetzt nicht auf Anhieb gleich was finde. Es ist auf jeden Fall ein sehr stimmiges Spiel, also die paar Euro ist es auf jeden Fall wert. Hat eine schöne Mischung zwischen Grusel, Rätsel und generell hat es eine ganz gute Atmo, finde ich. Mir gefällt's. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausblick auch gefallen. Und ich bin auf euer Feedback gespannt. Ich wünsche euch was. Bis, ja, zum nächsten Türchen. Darf ich noch weiter zurück? Mal gucken. Was ich darf und was nicht. Nee, weiter geht nicht. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis denn.